Hallo, wie ihr gesehen habt, wir machen heute einen Wattekuchen. Und was gibt's zu sagen? Einmal, ich nehme wieder, wie soll es anders sein, meine kleine Springform. Dann machen wir jetzt gerade erst den Teig, der kommt dann in den Ofen. Und dann kümmern wir uns um die Puddingfüllung und dann kommt noch ein bisschen was oben drüber. Und ja, ich würde sagen, jetzt starten wir gleich. So, also unsere Zutaten für den Teig, das wurde jetzt in Tassen abgemessen. Ich habe jetzt die Tassengröße genommen, kann natürlich auch eine größere nehmen, dann wird es umso mehr Teig, logisch. Und zwar, wir brauchen 1,5 Tassen Mehl, dann eine Tasse Zucker, dann eine halbe Tasse Öl, eine halbe Tasse Mineralwasser, 2 Eier und ein halbes Päckchen Backpulver. Und das war's. Eigentlich gibt es da jetzt keine bestimmte Reihenfolge, aber ich mache es wie bei den meisten Sachen immer erstmal den Zucker und die Eier. Und damit starten wir erstmal. Und das Ganze verrühren. Wenn wir das haben, gebe ich noch das andere Flüssige dazu, wie einmal das Öl und Mineralwasser und dann rühren wir einfach weiter. Und dann geben wir noch das Mehl und Backpulver dazu. Und noch mal verrühren. Und dann kommt der Teig, aber bei mir vielleicht nicht alles. Ich muss mal gucken. Oder doch oder nicht. Nicht, dass es zu viel wird. Ich glaube, so lasse ich es jetzt mal. So, jetzt haben wir den Teig hier drin. Und jetzt kommt das Ganze ab in den Ofen. Den hatte ich jetzt schon auf 175 Grad vorgeheizt, falls ich es noch nicht gesagt habe. So, jetzt geht's weiter. Und zwar, wir brauchen 250 ml Milch, einen halben Esslöffel Zucker und ein halbes Päckchen Vanillepuddingpulver. Das rühren wir uns jetzt an. So, jetzt habe ich erstmal den Herd angeschaltet, dass die Milch heiß werden kann. Und wenn die heiß ist, können wir dann den Zucker und das Puddingpulver einrühren. So, jetzt geben wir einmal hier den Zucker dazu. Und Puddingpulver. Ich habe jetzt Vanille, könnt aber auch mit Sahne Geschmack nehmen. Ich habe jetzt in 2 Päckchen noch ein bisschen Rest gehabt, deswegen nehme ich jetzt die beiden restlichen Packungen, dann sind die auch endlich leer. Jetzt haben wir hier unseren Kuchen und der Pudding ist jetzt auch soweit, so sieht er jetzt aus, wie Pudding halt. Und jetzt geben wir den einfach hier auf den Kuchen. So, jetzt sind wir auch schon beim letzten Schritt. Und zwar, hier haben wir 50 Gramm Butter, 50 Gramm Zucker und 50 Gramm Kokosraspeln. Und das machen wir jetzt einfach auf dem Herd warm. Und dann kommt es ab auf den Kuchen und dann sind wir fertig. Und dann fangen wir mal mit der Butter an. Und dann geben wir mal den Zucker dazu. So, jetzt ist die Butter geschmolzen und jetzt gebe ich noch die Kokosraspeln dazu. Und dann sind wir auch schon beim letzten Schritt. Geben das einfach hier oben drauf.
Und jetzt muss das Ganze einfach noch abkühlen. Jetzt sind wir auch schon wieder fertig. Also ich habe den Kuchen jetzt auskühlen lassen und mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Und dann zeige ich ihn euch wie immer aus der Nähe. Also der ist schon ein bisschen am Zusammenfallen, wie ihr seht, aber es ist halt auch ein Wattekuchen, ne? Ist halt ganz flauschelig und fein, 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 würde ich mal sagen. Dann macht's nach, lasst's euch schmecken und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Tschüss!